Okay. Ihr habt gerissen. Wie lange haben wir gerastet? Wohl nicht lang genug. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Ja, nichts leichter als das. War das der einzige Ogre oder ist hier jetzt noch einer? Nein, aber da ist der Gebirgsbär. Euer Leben liegt in meiner Hand. Schade, die Erfahrungspunkte durch den Ogre-Berserker waren sehr toll eigentlich. Ich tue mein Bestes. Au, 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 nicht wieder Kalle töten. Genau, leg dich mit Talisa an, die hätte etwas mehr aus. Ihr braucht, wenn niemand besser geeignet ist. Was wollt ihr? Du trinkst vorsichtshalber einen Heiltrank, so. Was? Gut. So, hoffen wir mal, dass hier... Doch, da ist noch ein Ogre. Aber ein normaler Ogre. Ich zermalm dein Gesicht. Den müssen wir auch noch ausschalten. Ich bin ein bisschen müde. Und ja, Evoin beschwert sich wieder, dass sie müde ist. Stirb, Ogre. So, genau, danke. Wow, du hast ja was Wertvolles dabei. Ein Titanit. Gut. Dann machen wir nochmal einen Quick Save, sich hier ist sicher. Versuchen nochmal zu rasten. Okay, wir haben gerastet. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Was immer ihr braucht. Jetzt können wir auch wieder zweimal. Ja. Nichts leichter als das. Mit magischen Geschossen werfen. Jetzt gucken wir mal hier rüber. Hier habe ich doch eine Brücke gesehen. Das müsste das Gebiet hier sein, genau. Das könnten sogar diese eine von diesen beiden Brücken hier gewesen sein. Das hier war nämlich die Brücke zur Gnoll-Festung. Ja, genau, hier habe ich die Brücke gesehen. Ja. Gucken wir uns erstmal auf der anderen Seite um. Ja, würde ich sagen. Die Seite scheint nämlich kleiner zu sein. Vielleicht finden wir weiter oben noch die zweite Brücke. Die Brücke ist zwar ein bisschen eng, aber wir kommen drüber. Und ein verschreckter Adliger. Adliger. Oh Gott sei Dank, dass ihr hier vorbeikommt. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Bär. Und er kommt näher. Bitte haltet ihn auf. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wir haben den Bären bereits gestoppt. Tagebucheintrag. Ich habe in der Wildnis dieser Berge gerade Jared, einen einsamen und verängstigten Händler, getroffen. Okay, er ist Händler. Er ist einigen Bären, die scheinbar die andere Seite dieser Brücke für sich beanspruchen wollen, nur knapp entkommen. Eigentlich war es nur ein Bär. Was wollt ihr? Gut. Meine Güte, danke Kumpel. Der alte Trampel hätte mich fast erwischt, wenn ihr jungen Trampel euch nicht eingemischt hättet. Der nennt uns Trampel. Ja, wir die jungen Trampel haben den alten Trampel getötet. Hier, falls ihr noch eine Feier diese Berge zieht, könnt ihr vielleicht ein paar bessere Stiefel brauchen. Was mich betrifft, so würde ich nicht einmal hier bleiben, wenn ich dafür bezahlt würde. Ja, 150 Erfahrungspunkte nochmal zusätzlich und Stiefel. Mal identifizieren. Stiefel des Hohen Norns. Die frostige Umarmung. Wegen eines Sackes Gold wurde Daviol, der Gefrorene, klingt ja schon mal toll, sein Name, sein Titel, von seinen Mitstreitern inmitten eines großen Gletschers seinem Schicksal überlassen. Sein im Sterben ausgestoßener Fluch hallte über das kahle Ödland und wurde von Auril, der Göttin des Winters, vernommen. Sie lächelte ihn an und sein nackter Körper wurde von seinen neu verzauberten Stiefeln des Hohen Nordens beschützt. Und am Leben erhalten. Mit ihnen überquerte er das Eisland auf der Suche nach seinen vermeintlichen Mördern. Voll Zorn nahm Davir Rache an seinen früheren Freunden, als sie sich in einer Taverne in der nächsten Stadt aufwärmten. Nachdem sein Durst nach Blut gestillt war, setzte er seine Reise durch das gefrorene Land fort und wurde nie wieder gesehen. Kälte, ja, hättest du gebrauchen können, als wir gegen den Winterwolf gekämpft haben. Kriegt mal Kalid. Was? Nichts leichter als das. Bis wir was Besseres finden sollten. So. Ich mache jetzt einmal kurz einen Quicksave, weil wir es über die Brücke geschafft haben.
Na, gucken wir uns mal diesseits der Brücke um. Weil hier scheint es ja Oger zu geben. Und Kampfhunde. Naja, ein paar Kampfhunde sind nicht wirklich gefährlich. Ich glaube, ja, die bringen genauso viel wie Wölfe. Ah, dabei fällt mir ein. Frische Pfeile. Die letzten Schleuderkugeln. So, ja. Kampfhund weg. Schauen wir uns hier weiter um. Kreischlinge. Kleine Horde Kreischlinge. Die sind wenigstens nicht ganz so laut wie Xwarte, wenn auch genauso nervig. Sehr schön, sterbt. Danke. Hast du beinahe unter meiner Würde. Stärkezauber, oh. Schick. Und ein bisschen Geld. Stärkezauber. Stärke, Reichweite, Berührung. Wenn der Zauber ausgesprochen wird, erhält der Charakter 1850 Stärke. Ja, und wenn die Stärke höher ist, wird es gesenkt. Hey, wir konnten das sogar schreiben. Zauber der zweiten Stufe. Das kann man gut und gern mal auf Kalid sprechen. Dem könnte es an Stärke nicht schaden. Zeit. Gut. So, jetzt aber weiter umschauen. Oh, ein Bär. An dem gehen wir mal ganz vorsichtig vorbei. Mit dem Bären wollen wir uns nicht anlegen. Wir haben schon genug Bären auf dem Gewissen. Den Höhlenbär zum Beispiel. Den Gebirgsbär meinte ich. Ja, Höhlenbären haben wir auch zwei auf dem Gewissen. Mehrere sogar, glaube ich. Auf jeden Fall Ursa. So, weiter nach oben. Wir können mal kurz gucken, wo es da lang geht. Da geht es hierhin zurück. Wieso dauert es nur 12 Stunden, dorthin zu reisen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ist okay. Wir wollen uns hier auf jeden Fall zu Ende umschauen. Also wir sind auf jeden Fall jetzt auf der westlichen Seite des Flusses, den wir vorhin über die Hängebrücke auch überquert haben, bei der Knollfestung. Das Gebiet ist zwar hier eingezeichnet, aber das spannt hier den Fluss mit ein. Also finden wir vielleicht auch die zweite Brücke. Wir können auch nach Norden gehen. Was gibt es im Norden? Nichts. Beinahe unter meiner Würde. Ich glaube, am Fluss liegt es nicht mal. Haben wir hier eigentlich nach Norden geguckt? Egal, wir können von hier aus dann nach Osten schauen. Wir wollten uns ja eh nicht so weit nach Norden wagen. Ja, da ist schon wieder der Fluss. Aber hier ist nichts. Gut, gucken wir nach Süden. Ich höre Hobgoblins. Ja, das war definitiv ein Hobgoblin. Das heißt, entweder ist hier ein Hobgoblin, genau. Kurz speichern und dann ja, gut. Haben wir auch schon die Brücke gefunden. Und ein Ogerberserker. Ja. Das ist nicht so toll. Unter meiner Würde. Sehen wir uns mal etwas zurück. Dass wir nicht auch noch die Hobgoblins anlocken. Der kriegt jetzt an mir ordentlich mal eine verpasst. Okay. Was? Und das ist sogar, sind sogar Elite-Hobgoblins. Das könnte Aua machen. Zwei sogar. Drei? Meine Klinge wird mich zurechtstutzen. Bringt sie mal in den Nahkampf.
wo sie nicht ganz so gefährlich sind. Bei Hauptkoppel Eliten können, genau, vergiften. Können vergiften. Genau, Minsk nimmt ein Gegengift. Ganz schnell. In der Phase ist Gift nämlich noch, also zu dem Zeitpunkt ist Gift nämlich noch eklig. So. Übrigens, was vorhin passiert ist, bevor Khalid gestorben ist und wir neu laden mussten, Minsk Waffe ist zerbrochen. Was auch etwas ärgerlich ist, sein kann. Regen oder Sonnenschein, ich genieße es, im Freien zu sein. Aber wir haben ja zum Glück durch die Ungerberserker hier Nachschub an Langschwert, an Zweihändern. Genau. So, schmieren kannst du, glaube ich, schon, genau. Ja, hier kriegt die Schutzformel mal wieder. Was wollte ich jetzt? Ach, ein paar Sachen zu ihm rübergeben. Das ist ein Questgegenstand. Kannst du noch was nehmen? Ja, jetzt bist du voll. Gut. Ja, oh, allgegenwärtige, haben wir noch Heilungen? Ja, haben wir. Heil dich mal selber. Heil du dich selber. Ihr habt eine Aufgabe. Und heil Minsk. Was wollt ihr? Und Minsk gibt die Pfeile an Imoen weiter. Hätte ich fast vergessen. So. Genau, haben wir ein paar Pfeile für Imoen. Gut. Können jetzt uns weiter umschauen. Wir haben ja noch die Brücke hier zum Überqueren. Bevor wir sie aber überqueren, gucken wir weiter nach Süden. Ja, dann haben wir die Seite wenigstens abgeschlossen. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ah, müde Wanderer, ihr habt es gut getroffen. Neville, der edelste Labadin, steht euch zu Diensten. Was kann ich für euch tun? Also ja, wir könnten ihn fragen, ob er uns durch das Gebiet leisten, bewegen kann. Wir können ihn ausrauben, den Banditen. Oder wir könnten einfach sagen, er soll seinen Hinterhalt aufdecken. Nun, zunächst einmal könnt ihr eure Männer ihr Gebüsch befehlen, ihre Bögen fallen zu lassen und herauszukommen. Habt ihr denn alle 5 gefunden? Schade drum, ich muss sie wohl besser ausbilden. Tja, es tut mir leid, dass ich euren Wünschen nicht Folge leisten kann. Meine Leute würden mich für einen Feigling halten, wenn ich mich so einer schlecht ausgerüsteten Gruppe ergeben würde. Ich sehe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit, als sie das Feuer öffnen zu lassen und eure traurigen Leichen allen Eisens zu berauben, das ihr bei euch tragt. Kommt dann, Männer, alles Weitere ist nun klar. Okay, Räuber. Tut mir ja fürchterlich leid, aber ich werde euch wohl töten müssen. Wow, au. Was wollt ich hab genug damit? Geh mal hinweg. Tut mir ja... Okay, er ist schon mal weg. Das gab schon mal ein Level-Up für Khalid. Und jetzt noch die Hobgoblins, die er dabei hatte. Und du gehst mal kurz zurück und heilst Imoen. Nicht, dass ein Hobgoblin auf die Idee kommt, auf sie zu schießen. Also gute Hobgoblins sind schon mal nicht. Ja, so gut wie erledigt. Was wollt ihr? Nichts. Der eine rennt kilometerweit weg. Ich sag dir ja vorhin, ich finde das nervig. Auf Dauer. Er ist bis zum Kartenrand gerannt. Verdrüsiert er sich jetzt? Nein, er stirbt einfach. Ihr habt eine Aufgabe? Ja, denn ich verschwinde so, jetzt. So, immerhin. Guck mal, was er so bei sich hat. Pfeile und ein Edelstein. Da gucken wir mal noch, was die anderen bei sich haben. Pfeile sind immer gut, da brauchen wir schon mal keine kaufen. Wir brauchen aber trotzdem auch immer noch Kugeln für Dünner hier. Und zwischendurch mal das Level-Up für Khalid. Khalid Bogen.
Nein, Khalid, große Schwerter, der kommt eh nie in den Fernkampf. Kann ich euch behilflich sein? Ich kümmere, denn ich verschwinde so, jetzt. So, dann sammeln wir hier mal noch mehr Pfeile. Den Bogen wollen wir nicht. Komm, du musst auch da was gedroppt haben. Ja, genau, da ist deine Leiche. Geld und Pfeile. Und du? Ah, die hatten wir schon. Du. Fehlt wahrscheinlich noch Geld und Pfeile, so.